Liebe Alsfelderinnen und Alsfelder, auch heute am 18.03. möchte ich Ihnen einige aktuelle Informationen zur Corona-Situation bei uns in Alsfeld geben. Eine Bemerkung vorweg, aktuell gibt es keine bestätigten Corona-Fälle in Alsfeld und die Spekulationen über Katastrophenfall oder Ausgangssperre sind ebenfalls nicht bestätigt. Das heißt, auch da gibt es keine entsprechende Entscheidung zu. Erster Punkt, den ich heute machen möchte, ist das Thema Verordnungen des Landes Hessen, die für zahlreiche Lebensbereiche gelten. Die kann man als Direktlink unter www.hessen.de gleich auf der Startseite abrufen und herunterladen. Alle diese Verordnungen gelten aktuell bis zum 19.04. Ob sie danach verlängert, verändert oder aufgehoben werden, kann man aus heutiger Sicht nicht sagen. Deswegen ist unser Planungshorizont zunächst bei allem, was aus diesen Verordnungen hervorgeht, der 19.04. Für danach sind noch keine Aussagen oder Spekulationen möglich. Zweiter Punkt, Bericht über die Kinderbetreuung. Wir haben ja im Normalfall, wenn keine Krise herrscht, 513 Kinder in den Kindertagesstätten in der Stadt untergebracht. Aktuell, Stand heute, 18.03., waren es 9, die diesen Notbetreuungsanspruch für bestimmte Berufsgruppen in Anspruch genommen haben. Ein weiterer Punkt, der an mich herangetragen wurde, ist die Situation bei der Alsfelder Tafel. Die mangels Helfer, weil viele Mitarbeiter auch zur Hochrisikogruppe gehören, da sie entweder Vorerkrankungen haben oder einen älteren Geburtsjahrgang haben, ihren Betrieb einstellen musste. Hier ruft der Vorstand der Tafel Freiwillige auf, sich gerne zu melden, die die Essensausgabe wieder sicherstellen können. Die Daten sind mail@tafel-alsfeld.de oder auf Band sprechen unter 06631 793 998. Wir werden die Links auch entsprechend zu diesem Video einblenden. Thema Märkte und Wochenmärkte, die dürfen ja geöffnet bleiben nach der aktuell geltenden Verordnung des Landes. Der Wochenmarkt am Freitag wird auch stattfinden. Der Spezialitätenmarkt am Samstag ist allerdings mangels Beschickern abgesagt. Fünfter Punkt, ist leider ein Punkt, den ich machen muss. Es ist Verstoß mir gemeldet worden gegen die Sperrung, auch durch Schild und Absperrung eines Kinderspielplatzes. Dort hat ein Großvater mit seinen Enkeln das Schild weggerissen und auf dem Spielplatz die Kinder spielen lassen. Das mag man auf die leichte Schulter nehmen, es ist aber in Wirklichkeit eine Straftat. Eine Straftat, die nach Infektionsschutzgesetz aufgrund der Verordnung mit bis zu 2 Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Und ich kann Sie nur eindringlich bitten, von dieser Sperrung, auf jeden Fall dieser Sperrung Beachtung zu schenken. Ansonsten werden alle Dinge, die zur Anzeige gebracht werden, auch strafrechtlich verfolgt. Sechster Punkt. Hilfen des Landes Hessen für Unternehmen. Ich habe gestern in meiner Ansprache schon erwähnt, dass es 1 Milliarde zusätzlich geben soll. Heute hat der hessische Finanzminister da auch schon intern Schritte vorangetrieben. Sobald es spruchreif ist, wird das Land Hessen und auch ich an dieser Stelle entsprechend informieren. Siebter und letzter Punkt, die positiven Nachrichten. Es ist gestern durch den Ortsvorsteher von Altenburg eine Initiative an mich herangetragen worden, dass der Jugendclub im Ort Zettel verteilt hat an alle Haushalte und an alle die, die nicht selber einkaufen können oder denen es zu gefährlich ist, auch die Einkäufe erledigen will. Ich finde das eine tolle Aktion. Das zeigt für den Stadtteil Altenburg diesen tollen Zusammenhalt. Und ich weiß, dass es auch an anderer Stelle viele, viele solcher Initiativen in der Nachbarschaftshilfe und so weiter gibt. Dafür von mir ein ganz großes Lob und Dankeschön. Ich danke insbesondere auch allen anderen Ehrenamtlichen an dieser Stelle. Das gilt alle, die in den Blaulichtdiensten wie zum Beispiel dem DRK oder auch den Feuerwehren aktiv sind. Es gilt aber auch an allen, die an verschiedenen Stellen im Moment Hilfe leisten, um das Stück Normalität, das wir uns alle wünschen, hier auch aufrechtzuerhalten. In diesem Sinne darf ich auch nochmal an Sie alle appellieren. Was wir im Moment brauchen, sind Solidarität und Zusammenhalt. Und obwohl es eben auch, wie bei dem Beispiel Spielplatz, ein solches negatives Beispiel gab, wir alle stehen hier in Alsfeld zusammen und wir alle werden gemeinsam diese Krise überstehen. Es gibt viele, viele positive Beispiele, wie der Zusammenhalt von den Menschen hier auch gestärkt wird. Damit danke ich Ihnen allen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund.